Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Also, es wird eigentlich gar nichts fertig gemacht. Ihr werdet überhaupt nichts sehen. Aber trotzdem sieht man irgendwas. Das ist ganz komplex. Und zwar, ich zeige euch das. Ich lasse mir diese Platte hier mit Leder überziehen. Dazu habe ich sie ausgeschnitten nach Maß A3 und habe hier eine 5 mm Rundung angeschliffen. Und dieses lederbezogene Teil wird dann später in einen Sekretär, den ich für mich heuer baue, so zwischendurch eingelassen, bündig gefräst, quasi in die Oberfläche eingelegt. Und ich will hier, bevor er furniert wird, will ich hier eine Ader hineinlegen, dass wenn man beim Leder seitlich eventuell hineinschauen kann, dass man nicht die Platte sieht, die Trägerplatte vom Furnier, sondern dass man eine Holzader sieht, die dasselbe Holz hat wie der Sekretär haben wird. Ich werde mir zwei verschiedene solche Türen bauen, wo das hineingelegt wird, aus dem Grund. Einmal nehme ich MDF 19 mm und einmal nehme ich Tischler Platte 19 mm mit MDF Deck. Aus dem Grund mache ich zwei. Eine wird sich sicher, also wenn ich das herausfräse, verliert das so viel Spannung, dass sie sich rund drehen wird, die Platte. Ich nehme an, die Tischler Platte wird rund werden. Mir wäre die Tischlerplatte natürlich lieber, aber wenn sie rund wird, muss ich die MDF-Platte dazu nehmen. Also hier wird das Leder später eingelegt und hier will ich quasi eine Nut fräsen, wo ich eine Platte einlasse, also eine Ader einlasse, damit, wenn das später herausgefräst wird, ich hier das Holz sehe. Anleimer habe ich schon gegeben. Hier ist der Anleimer 7 mm stark, denn hier kommt ein Falz. Und hier ist der Anleimer dünner, hier wird nur Kante gebrochen. Und je dicker der Anleimer ist, desto besser, also desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich später abzeichnen wird. Wenn er zusammentrocknet, dann sieht man das im Furnier. Ich habe die Anleimer aber richtig gegeben, also so, dass sie hier in der Breite am wenigsten arbeiten und eher so arbeiten, dann wird man das wenig sehen. Ich habe mir hierzu eine Schablone gemacht, mit der ich das hier einfräsen kann. Da ich ja zwei solcher Klappen für den Sekretär baue, habe ich hier alles genau angeschrieben, dass ich mich nicht vertun kann. Hier habe ich 30,4. Dann muss ich hier genau in der Waage sein. Werde ich hier auch schauen, ob das eh alles. So, hier ist mein Falz. So, passt. Hier auch nochmal die 30,4, sicherheitshalber. Und hier muss ich haben 8,3. Wenn das schön ausgerichtet ist, schraube ich es nieder. Die Löcher sind egal, hier wird ja später die Ledereinlage liegen. Also hier liegt ja später das Leder und hier ist die Furnier. Also die Löcher sind egal. Jetzt habe ich hier auf meiner Oberfräse einen 28 mm Kopierring und einen 8 mm Fräser, Nutfräser. 28 minus 8 ist 20 mm, das heißt links und rechts bleiben 10 mm. Jetzt musste ich das hier um 10 mm kleiner machen, wie das fertige Maß der Ader ist, denn durch die 10 mm, die drauf kommen, wird die Fräsung um 10 mm größer, wie das hier ist. Ja, und wenn ich hier jetzt fräsen würde, würde ich das hier rund fräsen und dann müsste ich nachstemmen. Jetzt werde ich mir hier einfach diese Platte hierher spannen und werde ein wenig über den Strich fräsen. So, jetzt kann ich hier einsetzen. Wir sehen, dass die Absaugung nicht viel bringt. Jetzt lege ich mir das hier her und kann dann hier hereinfräsen. Spanne ich mir das hier her und
so kann ich mir das verlängern. So zusammen, dann habe ich diese zwei Teile gleich wieder, wenn ich sie brauche. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt sind die Ecken schon fertig und ich muss nichts mehr stemmen. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, wie legt man hier eine Ader ein? Ich habe mir die ausgehobelt auf 8 mm, so stark wie der Fräser ist. Ich nehme hier so einfach diese Leiste. Hier sehe ich gerade, dass ich um einen Millimeter nicht weit genug gefahren bin. Hier passt das ja. Sonst ist das in Ordnung. Reiße ich mir hier das genau an und schneide es einfach ab. Hier ist es etwas stärker gewesen. Na, heute fällt alles nach unten. Richtung Boden. Wieder runtergefallen. Passt. Wieder. Jetzt gebe ich BU-Leim hinein. Der füllt nämlich alles aus, was jetzt vom Fräsen ja nicht hundertprozentig exakt ist. Und einen Vorteil hat er noch, er entzieht dem Holz sogar Feuchte. Mit der Weißleim würde er ihm Feuchte geben und beim Furnieren würde sich das besser abzeichnen. Und durch diesen BU-Leim kann man überhaupt nichts sehen. Schlagen.
So, das war nur ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt was mitnehmen können, also jetzt nicht gegenstandsmäßig, materialmäßig gesehen, also kein Holz, sondern Wissen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht nächste Woche wieder ein vollständiges Projekt. Oder tschüss. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und drückt gefällt mir und Daumen rauf. Gefällt mir und Daumen rauf ist dasselbe. Abonniert den Kanal. Tschüss.